das wir nicht allzu ernst nehmen sollten. Wer versteht, dass er jetzt in diesem Moment, das gilt für jeden von uns, in diesem Moment gar nicht klüger, eloquenter, liebevoller, attraktiver sein kann, als er es ist. Der hat weit bessere Voraussetzungen, Frieden mit sich selbst zu schließen und über sich selbst hinauszuwachsen. Das Paradigma der Unschuld hilft uns nicht nur dazu, dass wir endlich akzeptieren, der zu sein, der wir sind. Es erleichtert uns auch, der zu werden, der wir optimalerweise sein können. Das ist ein sehr zentraler Satz in diesem Buch auch. Also dass wenn wir uns nicht mehr schuldig dafür fühlen, der zu sein, der wir sind, wir neigen dazu, uns schuldig zu fühlen dafür, nur das zu sein, was wir sind. Also wer sich nicht mehr schuldig dafür fühlt, der zu sein, der er ist, der kann viel leichter daran arbeiten, der zu werden, der optimalerweise sein könnte. Er kann also über sich hinauswachsen. Die Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, ist, wie der folgende Abschnitt zeigt, eine wichtige Voraussetzung von Glück. Denn Glück ist das Bewusstsein des Wachstums. Und deshalb traf die mythologische Eva, als sie nach dem vermeintlichen Apfel griff, eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung. Und sie griff nach dem Apfel, um so der höchst deprimierenden Erfahrung eines ewig gleichen Paradieses zu entkommen. Das wäre das Schrecklichste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das heißt ja auch im Volksmund, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Oder ein ewiges Paradies wäre eine Höllenvorstellung für uns alle. Es gibt ein schönes Buch von Esther Vidal, das ich Ihnen allen empfehlen kann. Die Schrecken des Paradieses. Im folgenden Unterkapitel werden dann die Strategien beschrieben und untersucht, mit deren Hilfe wir nach dem Glück jagen. Und dabei konzentriere ich mich auf die drei zentralen Strategien, die nach der Ansicht empirischer Glücksforscher, sowas gibt's, besonders erfolgsversprechend sind. Also drei Strategien, die man berücksichtigen sollte, wenn man wirklich glücklich sein will nach diesem Staubkorn im Weltall. Und damit zeige ich auf, was ein gutes Verkaufsargument für mein Buch ist, dass das Paradigma der Unschuld uns hervorragend hilft, ja, zumindest einen guten Ausgangspunkt für eine solche Glücksjagdstrategie ist. Also man wird glücklicher, wenn man das Buch liest, deswegen sollte ich es unbedingt kaufen. Die Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, kommt in besonders markanter Weise zur Geltung bei sogenannten transpersonalen Erfahrungen, bei Flow-Erfahrungen, mystischen Momenten, in denen sich unser Selbst verflüchtigt. Und das habe ich versucht zu beschreiben in dem Unterkapitel Rationale Mystik. Da schildere ich eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, was mir doch einigermaßen schwer gefallen ist. Ich habe mich auch lange Zeit nicht getraut, darüber überhaupt zu reden mit irgendjemandem, da ich ernsthaft befürchtete, mich in einen Esoteriker zu verwandeln. Ich konnte also mich nach dieser Erfahrung tatsächlich nur sehr, sehr schwer bremsen, wildfremde Menschen zu umarmen, im Bus, auf der Straße und in idiotische Ekstase, ich liebe euch, zu brüllen, was meinen Ruf als Religionskritiker wahrscheinlich für alle Zeiten ruiniert. Glücklicherweise entdeckte ich dann aber, dass es doch erstaunliche Parallelen gibt zwischen den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung und einigen, vor allem östlichen Weisheitslehren, etwa dem Zen-Buddhismus. Das Unterkapitel verdeutlicht, dass wir etwas, was man ja auch als Weisheit des Ostens bezeichnen kann, nämlich dass wir unser Selbst gerade dadurch verwirklichen können, indem wir es zumindest partiell überwinden und unsere fundamentale Verbundenheit mit dem Weltganzen erfahren, die wir gewissermaßen diese optische Täuschung, von der Albert Einstein sprach, aufheben. Das ist die Weisheit des Ostens, eine große Weisheit des Ostens. Es gab aber auch natürlich mystische Traditionen hier im Westen, Meister Eckhart beispielsweise, der in eine ganz ähnliche Richtung ging. Nur diese Weisheit des Ostens hat doch einige Probleme und deswegen stelle ich dieser Weisheit des Ostens eine Weisheit des Westens gegenüber. Diese Weisheit des Westens besteht in der Erkenntnis, dass jedes Individuum, so abhängig es von seiner Umwelt ja auch ist, seinem Umfeld,
dass jedes Individuum, obwohl man es nicht gut abgrenzen kann von der Welt, doch den legitimen Mittelpunkt eines eigenen kleinen Universums darstellt. Das Individuum hat den legitimen Anspruch auf ein gutes Leben im Hier und Jetzt. Es sollte nicht vertröstet werden. Das Kapitel zeigt, dass sich östliche Selbsttranszendenz und westliche Selbstbestimmung keineswegs ausschließen, sondern dass sie sich vielmehr ergänzen können. Wenn man die Weisheit des Ostens mit der des Westens kombiniert, dann lernt man, all das besser zu ertragen, was nicht zu verändern ist, aber gleichzeitig auch all das zu verändern, was wir gar nicht ertragen müssen, da es verändert werden kann. Also muss die beiden Weisheiten ergänzen, die Weisheit des Ostens, erstens ertragen, was sich nicht verändern lässt. Leider geht sie da oft sehr weit und verändert nicht das, was man verändern kann. Die Weisheit des Westens besteht darin, wirklich die Arme hochzukrempeln und an den Dingen etwas zu verändern, aber dann tragisch zu scheitern, wenn sich zeigt, dass sich die Dinge doch nicht verändern lassen. Kombiniert man beides, entwickelt man so etwas wie brennende Geduld, was ich in diesem Kapitel dann schildere. Thema des fünften Kapitels sind dann die Wirkungen des bestimmten Paradigmas auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und das erste Kapitel beschäftigt sich dann damit, dass Kritik ja eigentlich ein Geschenk ist, aber wir so unglaublich viele Schwierigkeiten haben, uns unsere eigenen Fehler einzugestehen. Das ist einfach nicht leicht, aber nach dem Abschied von der Willensfreiheit sollte es uns leichter fallen, unsere Fehler zuzugeben. Denn unter dieser Voraussetzung wissen wir, dass wir gar nicht die Möglichkeit besaßen, die Fehler, die wir begangen haben, in der gegebenen Situation nicht zu begehen. Und deshalb müssen wir, wenn wir diese Lektion verstanden haben, dass unsere Fehler gewissermaßen notwendig waren, müssen wir uns auch nicht dafür schämen, wenn diese Fehler offengelegt werden. Uns wird vielmehr klar, dass wir durch das wunderbare Geschenk der Kritik nicht mehr zu verlieren haben als unsere Irrtümer. Und von diesen Irrtümern sollten wir uns besser heute als morgen verabschieden. Und wenn das schon schwer ist, Kritik als Geschenk zu begreifen, dann ist das nächste wirklich noch viel schlimmer. Hier lautet die Lektion, dass wir vergeben statt vergelten sollten. Und selbst zu diesem Thema gibt es empirische Forschung. Es gibt eine empirische Vergebungsforschung, was ich auch tatsächlich erst im Kontext der Arbeit in diesem Buch festgestellt habe. Diese Forschung ist meistens in den USA, was wohl daran liegt, dass Vergebung so ein religiöser Begriff ist. Interessanterweise gibt es aber Studien, obwohl die von religiöser Seite finanziert wurden, die aber zeigen, dass ein Vergebungstraining auf rein säkularer Basis sogar bessere Wirkung hat als das religiöse Vergebungstraining. Die Studie zur Vergebung zeigt etwas sehr Interessantes, nämlich dass Vergebung nicht nur demjenigen hilft, dem vergeben wird. Ja, selbstverständlich, dass man sich vielleicht erleichtert fühlt, wenn man eben anderen einen vergibt. Die interessanteste Wirkung ist, dass Vergebung gerade demjenigen hilft, der vergibt, der aktiv vergibt. Und dass man Traumata viel besser bearbeiten kann, oder verarbeiten kann, überwinden kann, wenn man in der Lage ist, zu vergeben. Dazu bedarf es aber einigen Training. Dennoch, Menschen sind zu erstaunlichen Vergebungsleistungen fähig. Und ich schildere in diesem Kapitel das Beispiel von Linda und Peter Beal, einem amerikanischen Ehepaar, die etwas geradezu Unglaubliches geschafft haben. Die haben nämlich den Mördern ihrer geliebten Tochter Amy vergeben. Ja, sie haben nicht nur vergeben, sondern sie haben mit der Zeit sogar Freundschaft mit den Mördern ihrer Tochter geschlossen und mit ihnen gemeinsam eine erfolgreiche Stiftung zur Verhinderung ähnlicher Verbrechen aufgebaut. Wenn man sich das vorstellt, was es bedeutet, den Mördern des eigenen Kindes zu geben, das ist der schrecklichste Verlust, den es überhaupt geben kann. Und doch zeigt dieses Beispiel, dass es möglich ist und dass tatsächlich aus einer solch schrecklichen Geschichte etwas Neues, etwas Positives entstehen kann. Dafür sind sie natürlich, dass das Ehepapier gehört zu den meistgehassten Menschen in den USA, natürlich gerade den Todesstrafen befürworten, die eben dem Instinkt der Rache nachgehen wollen. Bei dieser von den Beals so mustergültig praktizierten Kunst der Vergebung ist der Abschied von der Willensfreiheit eine ganz große Hilfe, denn dieser Abschied hilft uns, uns zu befreien von der dummen Selbstgerechtigkeit, mit der wir gewöhnlich über andere urteilen.